Ja, hallo, hier ist wieder Klaus von der älteren Generation der Babyboomer auf dem Weges Online. Vorher werde ich noch kurz meine Lesungen hier fortsetzen. Wir waren ja stehen geblieben bei der Multi-Optionsgesellschaft von Peter Groß. Das erste Kapitel war das Versprechen der Moderne: Nichts ist unmöglich. Im zweiten Kapitel kam dann der Prolog: Die offene Gesellschaft ohne Feinde. Und im dritten Kapitel hatten wir dann die Steigerung und Zerstörung. Und jetzt kommen wir zum vierten Teil. Transformation und Triebkraft überschrieben. Ja, also Start. Psychiater sprechen von einem existenziellen Vakuum. Philosophen von der metaphysischen Heimatlosigkeit, Soziologen von der Orientierungslosigkeit des Menschen in der Moderne. Peter Groß führt diese Gedanken zusammen und bringt sie auf den modischen Begriff der Individualisierung. Ich dachte, dass das der Beck schon gemacht hätte. Und zwar Zitat: Angesichts der multiplen Optionen einerseits und der verblassten Selbstverständlichkeiten andererseits, also weder mehr wissend, was er eigentlich will, noch glaubend, was er soll, tut sich in der Tat eine Leere auf, die den Menschen von heute immer wieder auf sich selbst zurückwirft, zurückverweist. Die Notwendigkeit, selbstverantwortlich mit multiplen Optionen in Umwelt, Mitwelt und sich selbst zurechtzukommen, figuriert in der modernen Soziologie als Individualisierung. Zitat Ende. Ja, man kann das natürlich noch komplizierter ausdrücken, ne? Diesen Simmelschen Begriff. Ach, kommt der also von Simmel her, der hat Ende des 20. Jahrhunderts, vor allem Ulrich Beck zur Erklärung der Biografie, in einer zum Risiko gewordenen Moderne herangezogen. Ja, dachte ich es mir doch. Ja, was denn jetzt, Simmel oder Beck oder Groß? Diesen Simmelschen Begriff hat Ende des 20. Jahrhunderts vor allem Ulrich Beck zur Erklärung der Biografie in einer zum Risiko gewordenen Moderne herangezogen. Er versteht ihn in einem dreifachen Sinne: Individualisierung als Herauslösung aus historisch vorgegebenen Sozialformen und Sozialbindungen im Sinne traditioneller Herrschafts- und Versorgungszusammenhänge, in Klammern Freisetzungsdimension, ja, kommt mir bekannt vor. Dann Verlust von traditionellen Sicherheiten im Hinblick auf Handlungswissen, Glauben und leitende Funknormen, in Klammern Entsorgungsdimension. Ja, womit die Bedeutung des Begriffes gleichsam in ihr Gegenteil verkehrt wird, eine neue Art der sozialen Einbindung, in Klammern Kontroll- und Reintegrationsdimension. Groß geht es vor allem um die beiden ersten Dimensionen, also die Freisetzungsdimension und die Entzauberung. Ja, das war klar. Wahrscheinlich ein Jesuit. Entzauberungsdimension. Groß geht es vor allem um die beiden ersten Dimensionen, wenn er von Transformationsprozessen der Moderne spricht. Die Moderne hat ein Kräftefeld aufgebaut, das alle Gegenstände, Verhältnisse und Verbindlichkeiten destruiert, transformiert und optioniert. Ja, das klingt ja fast wie Marx. In diesem Kräftefeld gerät alles in Bewegung und die Bewegung geht immer nach vorne.
Mehr ist besser als weniger und Innovationen sind per se positiv. Von dieser Drift der Steigerung wird jeder erfasst. Was löst die Drift aus? Ganz gewiss das reflektierende Bewusstsein, das spätestens mit der Aufklärung zum öffentlichen Programm wurde. Es ist der erste Transformationssprung, es ist der erste Transformationsvorgang, in dem dunkle und selbstverständliche Traditionen ans Licht des Verstandes gezogen, geprüft und entzaubert wurden. Ziel der Entzauberung ist natürlich die Emanzipation des Menschen und er hat sie selbst in die Hand genommen, indem er sich keine Denkverbote mehr auferlegte. Die Sozialwissenschaften, wird der Soziologe Groß nicht müde zu betonen, haben ihn in dieser Hinsicht immer wieder bestärkt. Das Mindeste, was er von ihnen erfuhr, war, dass die Dinge nicht sind, was sie scheinen. Ergo gab es nichts Festes, sondern nur Mögliches und das wiederum hieß, die Wirklichkeit mehr oder weniger nach eigenem Gusto zu konstruieren. Entzaubert wurde aber auch die Natur, indem die Naturwissenschaften sie Stück für Stück technologisch transformierten. Bis hin zum Körper wurde alles untersucht, zerlegt und neu geschaffen. Auch hier ist die Triebkraft der Transformation die entsperrte wissenschaftliche Neugier. Es gibt keine Kuriositas-Verbote mehr. Und was die Wissenschaften für machbar hielten, machten sie auch. Wie weit es inzwischen mit der Natur und unserer Umwelt im Zuge des wissenschaftlich-technischen Fortschritts gekommen ist, braucht man nicht mehr zu beschreiben. Es ist entsetzlich. Der dritte Faktor der Optionierung, die Vermarktung aller Bereiche des Lebens, nicht nur die 1000 Glühlampen, sondern auch die 1000 Religionen und die 1000 Freizeit-Events werden alle auf die gleiche Ebene gestellt, im Prinzip wählbar gemacht und verrechenbar. Schließlich der vierte Vorgang der Optionierung, die Demokratisierung. Demokratisierung setzt Pluralisierung voraus und zielt auf ihre Legitimierung. So begründete Politik steigert die Teilhabe an den gegebenen Handlungsmöglichkeiten und setzt neue Wünsche frei. Verpflichtungen werden zu Handlungsmöglichkeiten und verlieren sich schließlich ganz. Hinter diesem Prozess der Entzauberung und Umschmelzung der Obligationen in Optionen wirkt der Mehrgott, wie Groß es etwas blasphemisch formuliert. Noch etwas mehr Markt, bitte. Noch etwas mehr Bildung, noch etwas mehr Freizeit, noch etwas mehr Fantasie. Alles geht endlos weiter. Groß fragt nachdenklich, warum will nichts so bleiben, wie es ist? Und folgert da gleich auf seine Diagnose der Zeit. Und warum will niemand wissen, warum man nicht bleiben will, wo man ist? Und wie man ist. Zygmunt Bauman hat es einmal so gesehen. Der Landstreicher ist die typische Figur der Moderne, wo wir gerade sind. Und denken wir schon an den anderen Ort. Mir fällt hierzu
eine alte chinesische Weisheit ein, als ein Weiser gefragt wurde, was die Weisheit des Lebens sei, antwortete er, wenn ich sitze, dann sitze ich, wenn ich schlafe, dann schlafe ich. Als der Weise nach den ungeduldigen Fragen seiner ganz sicher jungen Jünger immer wieder dieselbe Antwort gab, begann es ihnen zu dämmern. Vielleicht hätte ihnen auch das moderne Kindertagebuch von Janosch, oh wie schön ist das Panama, oh wie schön ist Panama, weitergeholfen, indem der kleine Bär und der kleine Tiger nach dem schönen Traumland schließlich zurückkehren und feststellen, überall ist Panama. Gegen diese Botschaft des Bescheidens im Hier und Jetzt steht natürlich das Prinzip der offenen Gesellschaft, die immer mehr Optionen eröffnet und die uns sie gleichzeitig als erreichbar deklariert. Dass das Individuum sich dann tatsächlich vom Hier und So zum Dort und Mehr treiben lässt, liegt in einem ökonomischen Prinzip, das John Galbraith als konstitutiv für Überflussgesellschaften sieht. Damit sie im Prinzip zu vielen Gütern überhaupt abge damit die im Prinzip zu vielen Güter überhaupt überhaupt abgesetzt werden können, muss vorher künstlich ein Bedürfnis produziert werden. Im Bewusstsein entsteht ein Gefühl der Knappheit, das den Wunsch nach mehr nach sich zieht. So geht es unendlich weiter, denn mit jeder Entscheidung für eine Sache sind die anderen Sachen ja nicht verschwunden. Sie bleiben als Optionen im Spiel. Die Haltung des modernen Menschen, sich nicht festzulegen und Optionen im Spiel zu halten, zeigt sich auch im Umgang mit der Transzendenz. Fähig, sich über seine Welt zu erheben und von allen Seiten dazu ermuntert, es auch zu tun. Malt er sich in der Fantasie immer neue Bilder aus. Diese Erfahrung fantasierter und versprochener Differenz treibt uns an. Zitat: Menschsein fordert permanent heraus, Zugänge zu suchen zu dem, was es nicht ist. Grenzüberschreitungen sind dem Menschen auferlegt. Zu überschreiten, zu transzendieren, ist konstitutiv für die Position des Menschen. Nun kann man sich fragen, warum uns eigentlich die Differenz, die Grenze, das andere so interessiert. Eine Erklärung könnte sein, dass wir auf das andere alle Wünsche ungestraft projizieren können. Gegenüber dieser Fantasie bleibt die Wirklichkeit natürlich zurück, indem wir sehen oder auch nur vermuten, dass irgendwo und bei irgendwem diese schönen Möglichkeiten wirklich geworden sind, setzt das Begehren ein, sei es als Folge des Versprechens, dass alle denselben Anspruch auf das haben dürfen, sei es als Voraussetzung, dies zu denken. Auffällig ist, dass der Neid eine mächtige Antriebskraft in der Moderne ist. Er versetzt nicht nur in Aufruhr, sondern starrt zu mehr Leistung an.
mit der Vervielfältigung der Optionen und dem Versprechen, dass jeder, der sich nur anstrengt, sie auch realisieren kann, wird das unendliche Begehren in Gang gesetzt und gleichzeitig als natürliche, individuelle, richtige Tat gelobt. Keiner braucht sich niederer Motive zu schämen. Es dürfte klar geworden sein, dass Individualisierung dann vollends zum Problem wird, wenn nach Herauslösung und Freisetzung der Befehl an das Individuum erfolgt, weiterzugehen, zu überschreiten, mehr zu begehren, zu wollen. Erst die Symbiose von Individualisierung und Realisierungswillen setzt die Energien frei, die die Multioptionsgesellschaft in Schwung hält. Die Energien entfalten sich in dieser Gegenwart, weil die Realisierung gerade jetzt oder wenigstens gleich möglich zu sein scheint. Warten lohnt sich nicht und wäre auch riskant, weil in der schnelllebigen Zeit möglichst morgen schon die Chancen vertan sind. Wenn man sieht, wie oft Werbung mit der Drohung verbunden ist, dass wer morgen kommt, vom Leben bestraft wird, ahnt man, warum wir uns mit der Zukunft unseres Glücks permanent verrückt machen und Angst haben zu versagen. Eine wirkliche Transzendenz, die uns Erfüllung oder, wie Grosch es schließlich sagen wird, Erlösung jenseits dieser rasanten Wirklichkeit versprechen würde, wird nicht mehr gedacht. Die radikale Forderung der Schwarzen in den 60er Jahren traf es genau. I want everything right now. Die inbrünstige Frage, wohin soll ich mich wenden, wäre damit beantwortet oder nicht? Ja, Ende des Abschnittes von der Triebkraft der Transformation.